Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute stelle ich wieder einen Vorgia V vor. V. Und zwar das S2 von mir. S für Season oder Session kann man eigentlich halten wie ein Dachdecker, einfach nur S. Es heißt ja, dass es mit V anfängt, Vorgia V1 für Version oder so. Ich habe mir gedacht, jetzt aber ein S dazu klemmen, einfach mal was anderes zu machen. Dieses Vorgia ist ebenfalls ein kleines Viech, hat im Kampf nicht sehr große Überlebenschancen und ist dadurch auch noch, aber technisch ist es ja ein bisschen fortgeschritten als das andere Viech, was ich hier gezeigt habe. Wir können jetzt einfach mal drum rumfliegen. Wir haben jetzt vorne so einen guten Schmuck hier mit S und dann da oben die 2. Man sieht die Brücke hier, man sieht die Lampen da unten. Hier haben wir das, hier haben wir den Namen vom Vorgia, das ist Coop, C-O-O-P, Coop. Hier ist das Jahr, wo es entstanden oder wo es gebaut wurde. Und hier auch nochmal auf der rechten Seite den Namen. Von außen hat es einfach eine normale Schicht aus Andesit und Diorit und ein bisschen Quarz. Und mal hin und her Lapislazuli, Glas und ein bisschen Stein dazwischen. Wir können jetzt aber mal reingehen. Hier haben wir wie immer unseren kleinen Eingang hier mit dem ersten Gang. Hier haben wir schon ein kleines Lichtlein. Das geht an, wenn man den Knopf drückt für die Beleuchtung im Vorgia, soweit ich weiß. Nicht für die Scheinwerfer. Das war ja beim anderen WG so. Diesmal ist es jetzt hier dieser runde Obenbogen, ne? Soll ja so ein bisschen den Eingang verschönern. Und wir haben unten nochmal hier so einen kleinen Streifen, wo die kleinen Fledermäuse verschwinden sollen, weil das da unten wirklich sehr dunkel wird und das ist für Fledermäuse geeignet. So, hier geht's jetzt zur Technik und zum Notausgang. Also Notausgang, Scheibe einschlagen und springen. Also so hoch ist es jetzt nicht, also da kann man sich jetzt kein Bein brechen oder so, aber sollte man nur im Notfall machen. Ich habe mir überlegt, sogar einen Buttswitcher zu machen. Das ging technisch aber leider nicht. Ein Buttswitcher, wo, wenn man dann das Glas einschlägt, ist dann oben ein Signal kommt, hier Notausgang wurde betätigt, keine Ahnung. Ne? So, bevor wir zur Technik gehen, sage ich so ein bisschen was zu den Alarmen. Wir haben zwei Alarme, einen normalen Alarm und einen schweren Alarm mit Beschädigung, mit sehr schwerer Beschädigung. Der zweite Alarm oder der erste Alarm, das ist hierhinter steckt einer, das wird hier angezeigt. Ein Alarm wird nicht auf der Brücke angezeigt, man kann aber beide Alarme auf der Brücke ausschalten. Ja. Und wenn man den Alarm ausstellt, dann sollte man darauf achten, also man kann es vielleicht nicht bemerken, dass der andere Alarm dann aktiviert ist, weil dann beide ausgeschaltet werden. Das heißt, wenn der andere dann aktiv wird, hört man das wahrscheinlich gar nicht, ne? Sinnvoll, ne? Ja, das ist hier der zweite Alarm, oder der erste, der erste sitzt hier hinter, hat sogar hier eine kleine Beleuchtung im Gang, dass man hier gewarnt wird im Gang, das ist das hier, das habe ich nicht beschriftet, aber ist trotzdem da. Und an sich laufen hier sonst noch ein paar weitere Sensoren entlang, hier über der Brücke auch das Licht. Hier haben wir natürlich noch eine richtige Schadensanzeige im Vorgia verbaut, das ist Technik vom Feinsten, sage ich jetzt mal. Man sieht die hier, werde gleich dazu kommen, aber jetzt gehen wir erstmal hier Richtung Brücke, Kanonen. Hier geht es dann zu den Kanonen. Ich gehe jetzt einfach mal wirklich zu den Kanonen. Hier geht es durch so einen kleinen Glasbereich. Das ist ja, kann man sich ja auch mal machen. Ne? Dann haben wir hier unsere Kanonen bis jetzt. Das sind hier ganz normale Streukanonen. Sind etwas andere, keine richtigen Shotguns. Das sind Streukanonen. Und zwar ist der Sinn hierhinter der, dass die, das hier 2, 4, 6 Projektile, gestreut werden nach oben und nach unten. Eigentlich. Man kann den Delay natürlich noch einstellen, dass es dann wirklich funktioniert. Zuschauereffekt. Die Kanone haben wir hier hinten nochmal und dann ist das Teil ja auch eigentlich hier oben fertig. Es sieht von außen ein bisschen seltsam aus, da die Kanonen hier nicht spiegelverkehrt angerichtet wurden, sondern genau gleich auf dieser Seite wie auf dieser Seite. Deshalb sieht das ein bisschen aus, als wäre ein Knick in der Optik. Das soll aber
kein Knick in der Optik darstellen. Ich hatte nur Schwierigkeiten, das spiegelverkehrt aufzubauen. So, weil ich ja keine World Edit Rechte momentan habe. So, jetzt gehen wir aufs zweite Deck. Es hat natürlich ein zweites Deck, sonst wäre das ja schlimm. Hier haben wir vier normale Shotguns, also stinknormale Shotguns. Wir wissen ja aus dem anderen Vorgänger, wie man die befüllt, hier belädt, befüllt, kann man halten wie ein Dachdecker. Und ja, die sind einfach nur, es sind vier Projektile, die abgefeuert werden. Und hier befindet sich kein Knopf, wo man von der Brücke aus alle Kanonen abfeuern kann. Gibt's nicht. Wobei, wenn ich... Ich glaube, für diese zwei Kanonen gibt's einen Knopf. Muss ich gucken. Ich habe das vorher gebaut, aber schon ein bisschen länger her. Ich glaube, für diese zwei Kanonen, deshalb belade ich die einfach mal so zum Test. Vielleicht reagiert er ja dann da hinten. Wir haben ja die Zeit. Wir haben ja Zeit, ne? So, hier ist beladen. Hier fehlt auch nur noch ein kleines Stückchen. Dann haben wir das auch. Das lassen wir fallen. Und dann gehen wir mal runter auf die Brücke und schauen uns die einzelnen Funktionen an. So, das geht jetzt hier hoch. Brücke und BMZ. BMZ steht für Brandmeldezentrale. Die Brandmeldezentrale werde ich gleich mal erklären. Das ist mit in der Brücke eingebaut. Ein kleines Feature. Wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Ausguck, wo wir den Gegner teilweise sehen können, falls die Brücke beschädigt ist, was sehr oft vorkommen kann, weil das ist jetzt hier kein Sicherheitsglas, das ist schnell weg und eine Brücke hält es auch nicht lange, wenn das TNT hier genau reinfliegt. Ja, wir kommen erstmal zur Brücke. Hier haben wir erstmal das Logo stehen, wobei das Logo hier jetzt so ein bisschen ineinander reingeht. Wir haben hier jetzt das B, das kann man erkennen. Das C sollte man hier so ein bisschen erkennen. Das H sollte man hier so ein bisschen erkennen und das D. Also das habe ich so ein bisschen zusammengedrückt, weil das nicht ganz auf die Brücke hinpasste. Ne? Ist ja klar. Und dann kommen wir zur ersten Funktion, Beleuchtung Brücke. Sollte klar sein. Da haben wir jetzt hier eine Beleuchtung der Brücke und einen kleinen Lichtstreifen, hier einen LED-Streifen, hätte ich fast gesagt. Ja gut, ne? Kleines Feature. Jetzt haben wir hier die Scheinwerfer, das sind das, was wir vorhin gesehen haben. Wenn er mal in Game Mode 3 gehen würde, jetzt haben wir hier unten den Streifen an, der war vorhin aus. Den können wir auch wieder ausmachen. Den braucht keiner. Das hier ist jetzt, ach guck mal, hier haben wir jetzt die Alarmanzeige, normaler Alarm ausgelöst, passt wohl nicht mehr in die Wand. Hier, genau, hier ist kein Feature, hier ist nichts, also da wollte ich vielleicht noch was anschließen, habe es aber dann doch nicht gemacht. Ja, weil der Platz einfach nicht reicht. Das ist sowas von vielfältig hier. So, jetzt haben wir hier eine Schadensanzeige. Wir haben hier den grünen Bereich, kein Schaden, ist momentan beleuchtet. Den mittleren Schaden, wo eine Lampe leuchtet, das hat eigentlich nicht so viel zu bedeuten. Das hat eigentlich gar nichts zu bedeuten. Das heißt, man könnte es so sehen, als wenn das bereit ist, als wenn das funktioniert alles. So, als wenn die Lampe nicht angehen würde, dann würde die Anzeige nicht funktionieren. Ne? Hier haben wir den mittleren Schaden, das ist der größte hier Platz, und dann haben wir den schweren Schaden, Vorgia sofort verlassen. Das heißt, wenn ein schwerer Schaden ist, wenn die Brücke dann noch hier da ist, meistens ist sie nicht mehr da, dann ja, dann ist sind diese vier Lampen an. Und dann kommen, das war jetzt soweit die Schadensanzeige. Wir haben hier oben ein kleines Loch. Dann können wir jetzt hier, also muss ich einfach mal gucken. Aber wir haben hier ein Signal, was hier hingeht. Und wenn ich diese Fackel einfach mal wegmachen will, dann möchte ich mal gucken, was passiert. Aber ich denke mal, dass der keinen Schaden. Gut. Dann wissen wir ja warum. Gut, das ist für den schweren Schaden, das heißt, das ist natürlich auch sinnvoll, wenn der Alarm hier längs läuft um die Brücke herum und hier oben alles beschädigt ist, dann wird hoffentlich auch die Leitung getroffen. Ist natürlich eine Frage, wie jemand rausschießt, ob er die Leitung überhaupt trifft, sonst kann auch was anderes angezeigt werden. Ne? Aber man sieht, das funktioniert hier alles. Mittlerer Schaden haben wir dann bis mal da hinten verbaut, weil ganz einfach, oder ich glaube, über der Brücke irgendwo, keine Ahnung, damit man den mittleren Schaden erkennen kann. So, hier haben wir das Teil, alle Alarme deaktivieren. Da können wir mal ganz kurz
Naja. Eigentlich hatte ich es immer so, dass wenn ich diesen runterdrücke und die Alarme sind nicht an, also laufen nicht, wie man sie eigentlich nicht hören würde, dann gibt der Alarm ein kurzes kleines Signal hier, das Signal kommt an. Ja, das macht es hier jetzt nicht, aber könnte man eigentlich meinen. So. Ach, guck mal. Alle Kanonen abfeuern. Das ändern wir mal kurz. Alle Kanonen in Etage 1 abfeuern, weil das Redstone-Signal habe ich, glaube ich, bis jetzt nicht ganz nach oben geschafft zu den Shotguns. Das, soweit ich weiß, wir können natürlich nochmal hintergucken. Das würde mich jetzt auch ein bisschen interessieren. Hier geht die Leitung lang, hier geht sie lang. Hier geht sie dann hier lang. Guck mal das. Ach, dann zündet das hier gleich, ja. Und hier geht sie lang für das nächste. Man könnte natürlich, ja, eigentlich könnte man die Leitung natürlich noch nach oben legen und dann hier noch versuchen, eine Leitung zu legen. Aber ich glaube, das wird hier so ein bisschen schwierig. Von daher lassen wir es lieber gleich. Dann können wir mal gucken, wie viel die einzelnen, die normalen Streukanonen Schaden machen. Wenn das denn jetzt funktioniert, das ist jetzt ein bisschen. Warum? Das finde ich jetzt auch komisch. Gut, ich meine, man kann ja mal was vergessen. Ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler. Aber dass ich das hier vergessen habe, das ist ein bisschen komisch. So, hoffentlich funktioniert jetzt alles. Huch. Na, da höre ich doch schon was. Ja, also so ein besten Schaden macht es jetzt nicht, aber es macht schon Schaden. So. Wir haben natürlich hier auch noch Alarm, mittleren Alarm, ne? Habe ich ja alles auch schon gezeigt. Wir können ja mal im Game Mode 3 natürlich. Können wir mal gucken. Können wir mal gucken, wie das hier langgelegt ist, ganz ehrlich. Hui. Hier läuft ein Sensor lang, genau, das ist der Sensor, der hier hinten hingeht. Wofür das jetzt? Wofür ist diese Leitung? Ach so, für die. Ach so, ach, fürs Licht, Mensch. Ja, das, man kann sich da wirklich verirren. Nicht schön, aber passiert. Das war das Worgia S2 Coupe an sich. Mehr gibt's hier auch nicht. Es ist ein kleines Viech, hat wenig Panzerung, wie gesagt. Wobei man die Panzerung eigentlich so teilweise sehen könnte. Im Brückenbereich jetzt nicht so wirklich, aber hier so ein bisschen. Habt ihr schon eine Panzerung von ungefähr 10 Blöcken mindestens. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Tschüss.